Okay, das Bonuskapitel dann. So, für alle, die den Stream bis hier verpasst haben, die Ursprungsgeschichte war, der böse Rattenkönig, der ein misslungenes Alchemie-Experiment war und deswegen also ursprünglich mal eine Ratte war, die dann aber ein Bewusstsein erlangt hat und sich zum Rattenkönig aufgeschwungen hat, hat mit irgendeiner Magie den Prinzen in einen Nussknacker verwandelt und die eigentlich nicht Prinzessin, seine Freundin, seine Schwiegertochter, keine Ahnung, in halt irgendeine Puppe und wir mussten sie retten und den bösen Rattenkönig besiegen. Das haben wir getan. Und jetzt haben wir immer noch diesen grenzdebilen Kerzenleuchter, warum auch immer. Und hatten eigentlich auch eine Katze als Kumpan dabei. Diese Katze ist aber gerade von Hunden entführt worden. Und ja, also diese Entführungsnummer ist das Erste, was so in dem Bonus-Game passiert ist, bislang. Sonst nichts weiter. Das Bier wirkt? Weiß nicht, bei mir noch nicht. So, und ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal... Ah, wir können hier reingehen. Nee, wir können... Ach, hier können wir jetzt tatsächlich reingehen? Verrückt. Dann könnten wir im Hauptspiel tatsächlich nur irgendeinen Kram rausnehmen. Hier ist es aber locker zu dunkel. Und kann der Kerzenknuffi das Feuer anmachen? Nope. Aber da ist eine Axt, die nehmen wir mal mit. So. Können wir hier die Treppe hoch? Nee, warum auch? Okay, dann müssen wir jetzt garantiert erstmal Holz fällen. Oder Holz hacken. Ja, genau, es ist so. Das ist die perfekte Animation. Es ist so, wir. Ha, so ganz leicht mit der Axt gegentitschen und sofort wieder wegziehen und dann funktioniert es. Genauso läuft es. Achso, Moment, da lag noch was. Was ist das? Ein Stück Rohr. Okay. Das heißt, wir werden im Laufe dieses Bonuskapitels auf jeden Fall noch ein Rohr verlegen. Das Ding macht mich so fettig, ne? Ist sie eigentlich inzwischen weiter runtergebrannt? Die hat gerade nur noch ein Auge gehabt. Oh, wow. Okay, da fehlen noch Teile. Das wird ein ganz schreckliches Minispiel. Ich sehe es jetzt schon kommen. Okay, wir nehmen hier erstmal das ganze Gerümpel mit. Okay, wir nehmen nicht das ganze Gerümpel mit. Aber wir nehmen diesen Vorhang mit. Und können hier wimmeln. Hurra! Ich freue mich ungemein. Brauchen einen Feger, zwei Mäuse. Einer ist schon mal hier. Mandoline. Oh Gott. Da. Ein Schal. Brauchen wir zufällig 18 Hüte? Nicht, schade. Eine Schachfigur. Ein Handschuh. Den Handschuh habe ich gerade schon irgendwo gesehen. Hier ist die Schachfigur übrigens. Und der mitten ist genau daneben. Außerdem brauchen wir diese Wasserpfeife. Diesen Teddybären. Diesen Blue Coat, der total blau war, habe ich sofort gesehen. Und diese Federn. Und diesen Schal. Außerdem mal wieder ein Necklace. Ist ja auch ungefähr erst das fünfte. Hier ist der Broom. Das Necklace ist aber irgendwo noch drin, drunter oder hinter. Was ist das denn hier? Ah, wir brauchen die Sonne und die bauen wir jetzt so zusammen, alles klar. So, irgendwo muss noch eine Maus sein. Die hier? Nee. Ah, okay, das sind die Perlen und dann, wenn wir irgendwo eine Schnur finden, können wir da ein Necklace draus machen. Vermutlich. Hier
liegt noch ein Handschuh. Hier ist die zweite Maus. Und hier ist Schnur und daraus machen wir eine Kette. Und wir nehmen die ganze Klamotte mit? Okay. Klare Sache. Das machen wir natürlich. Oh, wow. Damit wir halt auch auf jeden Fall sehen, dass wir diese Kapuze aufhaben, haben wir jetzt permanent diesen Rand. Das ist auch überhaupt nicht nervig oder so. Alter, Finnen. Okay, nehmen wir noch so ein Teil mit. Geht klar. Was geht hier? Oh, wow, das sieht nach Spaß aus. Da brauchen wir aber erst noch das dritte Teil für. Was ist hier so Phase? Oh nein, da liegt ein bisschen Schnee und da können wir jetzt nicht rübergehen. Oder was ist jetzt das Problem? Okay, okay. Wir können dieses bisschen Schnee offenbar, weil wir Detektiv ohne Hand sind, nicht wegmachen. Der Doggo ist zurück. Und er ist echt fluffig. Wo kommt die Katze her? A kind magician set out to undo the damage caused by the snow wolves. He brought together every breed of cat in the kingdom and cast a spell on them. The results were greater than even he could have imagined. His magic had given the cats special powers. These super cats rose up against the snow wolves and banished them from the kingdom. Natürlich. Das ist genau das, was passiert ist. The kingdom was safe for generations under the protection of these fantastic felines. When a cat passed on, its kittens were trained and ready to take its place. The snow wolves were never a problem again. Did you see that? Nasty old wolves. If you get me out of here, I'll teach you how to use my potions on them. I promise you that. Wow, thick booty auf jeden Fall. Du bist eine Katze, warum kommst du da nicht alleine raus? Wo ist denn das Problem? Spring da halt hoch. Bitch, please. Sei mal nicht so eine Pussy. There's little known about the cat with the code name Cheshire, okay? The agency itself has been unable to verify his background. He has the ability to disappear and reappear at will. His whereabouts are therefore almost always unknown. Haben wir jetzt hier ernsthaft eine schäbige Alice im Wunderland-Referenz? Das ist hart. Okay, spring doch mal in den Eimer. Nicht. Wir können dich auch nicht wegschaufeln. Okay. Gut, dann bleibst du halt da unten. Wir werfen das Tuch über den Wolf. Wir schaufeln den Wolf weg. Wir eimern auf den Wolf. Nein. Tun wir offenbar alles nicht, bedauerlich. Brauchst du einen Schal? Was ist denn hier überhaupt das Problem? Nichts. Es geht halt einfach nur um den Zettel, ja? Dass wir den lesen können. Okay. Wo können wir denn was tun? Hier offenbar. Ah ja, wir haben jetzt eine Schippe. Da können wir natürlich den Schnee mit wegschaufeln. A woolly mammoth. Natürlich. Natürlich muss er ein. Natürlich. Ich brauche einen Spiegel, der perfekt passt. What?
Aber da ist schon ein Spiegel drin. Excuse me? Aber das macht gar keinen Sinn. Okay, hier geht noch was. Aber hier fehlt uns noch ein Teil. Achso, wir können... Ah, das gehört gar nicht mit dazu. Okay, easy. Dann müssen wir jetzt wohl zurück. Und nehmen offenbar auch das Teil mit. Warum ich das von vornherein nicht mitgenommen habe, ist mir auch unklar. Und dann gehen wir mal daneben an. Und tun die Dinger wahrscheinlich hier rein. Okay, das hätte auch schneller gehen können, aber hat ja funktioniert. Oh wow. Wir nehmen auf jeden Fall diese Katzenstatue mit. Have to make a stand. What? What? Warum müssen wir eine Form von dem Spiegel? Was? Warum müssen wir die Form des Spiegels irgendwie zeichnen, aufzeichnen, Blaupausen, what? Hund plus Eimer plus Schnee gleich Eisbucket Challenge? Hm. Ich glaube, da das ein Schneewolf ist, macht dem das nicht so viel aus. Können wir hier noch was mitnehmen? Das Ding können wir immer noch nicht losschneiden, ne? Nee. Aber hier geht noch was, okay. Klar. Und jetzt kann ich den Spiegel verstellen. Warum? Please, if you're willing to listen, I'll tell you the legend of the Snow Wolves. Bitte. Those pitiless aggressors have terrorized people for generations. Every 12 years, on the coldest day of the year, they seek out new territory. That's how they came to this kingdom. People were no match for these wintry beasts. The wolves had snow magic on their side. Like a blizzard with fangs, the wolves tore through every town in the kingdom, leaving death and destruction in their wake. Wow, voll die Legende. The fearsome wolf known as Icefang is the villain who gave rise to our organization. For years we've tried to ascertain his background, but it's only known that he once served the Snow Queen until he was banished from her kingdom for unknown reasons. He's been venting his anger on the world ever since. Okay. Oh wow. Okay, ich verstehe. Wir müssen jetzt bei dem anderen Spiegel das Ding ausschneiden, um das dann da einzusetzen. Das ist vollkommen logisch.
Das ist einfach das Sinnvollste. So, aber erstmal machen wir ein tolles Minispiel. Was müssen wir denn machen? Click this to rotate it. Click the arrow. Okay, what? Ah, okay. Das könnte theoretisch dahin passen. Aber wir können jetzt trotzdem noch drehen, ja? Okay. Okay, das heißt, wir müssen halt nur den ganzen Kram daran frimmeln. Ist auch total gut, dass man hier super erkennt. Alter. Ist ja jetzt halt auch nicht euer Ernst, oder? Okay, dann sind wir mit dem, glaube ich, fertig. Was ist denn hier mal so Phase? Guck mal, das ist doch locker das da. Das brauchen wir wohl eher nicht. Das könnte das sein. Ja. Das ist mal das. Nee. Okay, dann sind wir damit auch durch. Das geht direkt dahin. Also, was für ein Kack-Minispiel. Oh, ist das das Teil? Ah ja, mit viel Fantasie schon. So, dann geht das nicht dahin, okay. Das aber. Das war der Hit. Natürlich ist da jetzt ein Diamant dran. Und jetzt können wir das hier drüber legen und mit diesem Diamant am Stock perfekt diesen Spiegel ausschneiden, weil das Tuch auch genau hält, wenn wir da mit dran langziehen. Weil das einfach... Was rede ich mir auf? Was soll's? Komm, wir gehen einfach, nehmen diesen hübschen Spiegel und tun ihn da rein. Brauchen wir noch so ein Teil? Ist das euer Scheiß Ernst? Okay, da muss noch eine Puppe rein. Das ist jetzt hoffentlich nicht das Sammelobjekt, was uns im Hauptspiel gefehlt hat. Außerdem nehmen wir eine von vier Shells mit. Du sollst nicht Wasser mitnehmen, du sollst das Ding da unten rausnehmen, was auch immer das ist. Aber okay, mach halt nichts. Lass mich raten, das ist zu heiß. Das heißt, wir müssen erst Wasser aus dem Brunnen den Eimer stecken wir natürlich nicht eigenständig wieder ein, warum auch? Das dampft auch gar nicht. Oder so. So, was ist hier Phase? Okay, wir brauchen irgendein Schild. Oh, wow. Hier ist auf einmal ein Wimmelbild. Alles klar. Was war denn Bellows nochmal? I guess the owl needs to warm up a bit. Warum muss die Eule denn aufgewärmt werden, was?
Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Basket. Eine Waffe im Holster. Das Holster ist da und da ist die Waffe. Außerdem brauchen wir eine Feder und einen Pfeil und noch ein Schiff und Süßigkeiten. Brauchen wir einen Teapot? Ja, aber der ist kaputt. Okay. Brauchen auf jeden Fall diese Shell und offenbar noch eine. Da ist das zweite Schiff. Hier ist die zweite Shell. Münzen. Die sind nicht da. Die sind hier. Wo ist denn Candy in diesem Bild? Hier. Basket. Da ist er. So, und ich muss ganz kurz nachgucken. Bellows. Ah, das ist der Blasebalg. Okay. Gut, beim dritten Mal draufklicken geht's dann auch. Alles klar. Wir brauchen immer noch einen Pfeil. Oh, okay. Owl in a Hat hat tatsächlich gar nichts mit dem. Er sieht ein bisschen super aus. Ich finde das ein bisschen gut. Ich dachte, Owl in a Hat hat was hiermit zu tun. Aber wir brauchen einen Zauberstab, um hier dann, der ist übrigens hier, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Und dann brauchen wir immer noch den Pfeil. Und irgendwas, um den Teetopf, die Teekanne zu reparieren. Oder ist einfach nur der Deckel, der fehlte? Okay, die kann so ein Loch an der Seite haben, das ist völlig okay. So, Arrow, where are you at? Das Kaninchen war echt hässlich. Schon so ein Karnickel von außergewöhnlicher Hässlichkeit. Ich dachte, das hier wäre so ein Teil von einem Pfeil, aber nein, ist es nicht. Sprechen wir eigentlich so von einem Pfeil- und Bogenpfeil oder einfach nur von einem Pfeil, der in irgendeine Richtung zeigt? Gute Frage. Ich würde ja auf einen Pfeil- und Bogenpfeil tippen. Also auf einen Pfeil zum Verschießen, aber ich bin mir da auch nicht so sicher. Da war er. Beim dritten Mal hinklicken.